Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder zurück jetzt zu der Great War Mod. Ich bin jetzt endlich aus dem Urlaub wieder zurück und kann mal wieder aufnehmen. Jetzt ist, glaube ich, 2 Wochen her oder so. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, wo wir hier jetzt gerade sind, was wir machen. Ich glaube, ich mache gerade nochmal den Sound hier höher. Ich weiß nicht, vielleicht ist es besser. Ja, wie auch immer, wir haben hier gerade irgendwie eine Armee, die ein bisschen abgesplittet ist. Können wir die hier. Genau, die holen wir da außen rum. In unsere Dörflein rein. Und ich wollte jetzt eigentlich noch irgendwie hier ein bisschen meine Städte ausbauen, dass ich mehr Geld bekomme, aber hier sehe ich gerade überall. Oh, nee. Ich bräuchte hier Bauernhöfe. Oder ähnliches, um mehr Geld zu bekommen, aber jetzt sehe ich hier überall nur noch Pferdeställe und so weiter. Hier ist ein Bauernhof. Da brauchen wir die nötigen Technologien für, aber. Okay. Da wollten wir verteidigen. Rekrutiert wird überall schon, aber ich sagen, ja, bauen wir doch einfach mal irgendwas aus hier. Wird schon irgendwas bringen. Genau. Hier, das sieht schon mal besser aus. Wir haben jetzt hier Militär, genau. Das sind wir doch an zweiter Stelle sogar. Und das ist Italien, was am meisten Militär hat. Gut. Sind wir sogar noch vor Frankreich, was ich irgendwie nicht verstehe, weil ich glaube, Frankreich. Nein, die haben jetzt auch nur zwei Armeen hier stehen, deswegen. Okay. Ja, dann beenden wir erstmal die Runde. Mal schauen, was es da jetzt noch zu machen gibt. Auf jeden Fall haben wir es halt gerade mit der Westfront und Ostfront halt einfach noch zu tun. Dabei bleibt es jetzt hoffentlich vorerst auch, weil wenn jetzt noch da oben Großbritannien wieder landen will, dann haben wir da echt ein Problem. Und auch bei den Italienern da unten und den ganzen anderen Staaten, Südstaaten da, die können wir nämlich überhaupt nicht gebrauchen. So. Da wären wir. Jetzt wollte ich noch mal schön die Soldaten angucken. Ich finde die nämlich echt cool irgendwie, so wie die aussehen. Da wollte ich jetzt noch mal hier ein bisschen ranzoomen, so. Mal stehen lassen, damit es euch Bildschirm scharf ist. Jetzt seht ihr es auch, weil ich hatte oft gesehen, einfach im Bildschirm, dass wenn irgendjemand rangezoomt hatte, der hat dann so kurz gezeigt, so jetzt soll ich das mit verdammte Einheiten. Wetter, Sir. Das nasse Pulver wird viele Schnauze, ne? Fehlzündungen verursachen. Also wenn jemand rangezoomt hat, hat gezeigt, so hier einmal die Einheiten, fährt so vorbei, man sieht es im Video, nicht scharf. Ich lade es ja auch immer in höchste Qualität hoch und auch das sieht man es trotzdem nicht scharf, wenn man so vorbeifährt. Da muss man stehen bleiben, weil jetzt müsst ihr es bei euch scharf stellen und dann würdet ihr es auch scharf sehen. Und so werde ich es auch in Rome 2 machen, dass ihr dann auch mal schön die Einheiten marschieren seht und ja, damit es auch was bringt, diese höchste Qualität. Ne? So, jetzt haben wir eine kleine Einheit, die haue ich hier mal kurz raus. Oder kleine Einheit, so. Genau. Und die baller ich mir hier hin. Plus das davor. Dann haben wir einen schönen Schutzwall. So, gleich mal loslegen. Und ja, warum duckt ihr euch nicht? Warum ducken die sich? Wegen dem Gras hier. Naja. Ja, die Franzosen haben deutlich große Armee. Aber das heißt ja nichts, da kennen wir uns ja inzwischen schon aus.
Oh, die haben doch eine recht große Reichweite hier. Das Problem ist nur, dass die jetzt hier Artillerie schon hier auf mich schießen. Und ich habe überhaupt gar keine. Wo haben sie denn hier? Ah, hier. So, hier haben sie die Artillerie. Und da schießen sie jetzt auch schon fleißig. Boah, die zerfetzen ihre eigenen Stellungen. Hei, hei, hei. Naja. Können sie von mir aus gerne machen. Solange sie meine nicht erwischen. Sir! Sir! Unser General wird angegriffen! Wieso können die schon schießen, meine nicht? So, jetzt. Jetzt erwischt sie schon die ersten. Ihr schreibt am besten einfach, falls der Game-Sound jetzt zu laut ist. Ich wollte ihn einfach ein bisschen höher machen, dass ihr auch was hört, so vom Sound. Was sind das für welche? Chasseur. Außer eigentlich wie Engländer eher so, ne? So ein englischer Polizist, der an der Hauptmann hier. Wir werden ja gar nicht zerfetzt hier. Doch jetzt. Doch, ich glaube, das ist ein bisschen zu laut. So. Na, ich finde irgendwie. Die Musik ist dann zu laut, aber die. Genau. So müsste dann. Glaube ich, besser sein, genau. Jetzt ist nicht ganz so laut, die Schüsse zu hören. Jetzt müssen wir uns hier vor der Kavallerie fürchten. Die hier noch übrig ist. Das sind noch 15 Mann, aber. Wir schaffen die schon. Ja, das ist ein bisschen doof, dass es ein bisschen langweilige Schlacht gerade ist. Aber das ist irgendwie am Anfang der Kampagne mit dieser Mod hier immer so, weil man hat ja praktisch viel zu wenig Geld, um sich die ganzen Artillerieeinheiten und auch zu leisten zu können. Und man hat die ja auch noch gar nicht. Muss man erst alles erforschen. Und dadurch, dass wir jetzt gerade auch nur eine Universität haben und die andere gerade noch erst repariert werden muss, dauert das natürlich alles seine Zeit. Ich frage mich gerade ernsthaft, was die hier machen, weil irgendwie. Genau. Wieso haben die alle. Ja, sollen verteidigen, genau, so ist auch gut. Sagen, mit irgendeiner Einheit kann ich da schon mal lang marschieren und versuchen, die Artillerie da hinten Platz zu machen. Die zwei Einheiten lasse ich mal schießen direkt. Na, schießen die jetzt mal. Dann schauen wir bei den Franzosen hier mal kurz vorbei, wie es bei denen so aussieht. Ja, sieht auf jeden Fall sehr cool aus, so wie die hier schießen alles. Jetzt lassen wir mal überall das Feuer öffnen. Und die Penner. So. Überall mal diesen Blenkelmodus, Leichtinfanteriemodus einschalten. Wir sollen jetzt endlich mal schießen hier. Achso, weil da der Berg dazwischen ist, ne? Genau, die sollen nur die abschießen, sonst ballern sie meine eigenen Männer hier um.
So, jetzt kommt. Genau. Aber es ist erstaunlich, wie lange die Franzosen hier gerade plötzlich überleben. Ich glaube irgendwie, weil hier die meisten Schüsse in den Berg auch rein. Ja, hier sieht man es, da krachen die meisten Schüsse auf den Berg hier rein. Und eben nicht zu den Franzosen. So. Wer schießt denn hier? Ich sehe da überhaupt keine Einheiten. Die sind da also jetzt versteckt und ich sehe nur Schüsse. Hier, da sind. Genau, da ist hockt eine Einheit und ich sehe sie nicht. Das ist ganz spitze. So, und da haben wir sie auch schon. Chargen wollen sie. Habe ich kein Problem mit. Na? Hier, da fallen sie schon. Oh, was war das denn? Da hat es gerade ein wenig geleckt. Aber schaut euch das mal an hier. Die überleben echt ja ewig hier. Die stehen hier in einer Linie, nicht mal aufgesplittet oder so. Und verrecken nicht mal. Das ist irgendwie krass, finde ich. Ich charge jetzt einfach mal. Wir sollen jetzt aufhören zu feuern und einfach mal vorrücken. Ah, da flüchten sie schon. Ja, dann schießt mal den General ab. Ich will, dass er stirbt. Wen haben wir denn da? Namen gibt es hier irgendwie bei den Generalen gar nicht. Die haben wir immer nur im Inventar, also jetzt im Interface auf der Kampagnenkarte. Oder hier unten im Schlachtkarten, aber auf der Schlachtmap sozusagen, wie im Original Napoleon Total War, sieht man die Namen gar nicht mehr. So. Ja, da haben wir diese etwas langweilige Schlacht auch endlich mal gewonnen. Aber das ist eben noch der Bug, dass man eben die nicht automatisch abschließen kann. Wieso sterben die nicht? Boah. Da haben sie geschossen und zack, alle tot. Da wird noch hinterher geschossen, ob noch einer erwischt wird. Anscheinend keiner mehr. Und jetzt habe ich gemerkt, ich sollte die Musik doch noch ein bisschen leiser stellen. So, gewonnen. So hatte ich mir das Ganze auch vorgestellt. Rebellion in Baden-Württemberg. So. Das war klar mal wieder. Dass es da wieder dicke Probleme gibt. Ich hau jetzt einfach mal hier richtig viel Landwehr raus. Sonst kommt man da eigentlich praktisch zu nichts. Also. Oh. Genau, da haben wir sogar jetzt auch eine Artillerie hier dabei. Und was haben wir hier oben?
Da hauen wir nichts raus. Brauchen wir momentan auch nicht. Da stehen die Russen nur in der Tür. Allerdings hier könnten wir halt noch Einheiten gebrauchen, ne? Wir haben ja echt überall Rebellen hier. Und da. Und die füllen sich auf, das ist schon mal jedenfalls gut. Und da kommen auch noch die Russen, also. Da haben wir auf jeden Fall mit jeder Menge zu tun. Mit Krieg sind. Im Krieg sind wir auch schon fast mit jedem hier. Jetzt wollte ich aber nochmal gucken wegen den Technologien, was die da haben, ob wir da irgendwie einfach was tauschen können, dass wir die. Genau. Vielleicht hat das Ottoman Empire auch was. Gut. So, und jetzt auch einfach tauschen. Nein, wollen sie nicht. Dann mache ich denen ein besseres Angebot. Ah, das wollen die gar nicht. Da muss ich denen ja noch mehr bieten hier. Ja, das haben sie jetzt angenommen. Gut. Dann sind wir schon um 5 Technologien, glaube ich, reicher. Und warum studiert hier der nix? So. Jetzt hat die Universität auch mal was zu tun hier. Und jetzt kommen schon wieder die Engländer hier. Jetzt kommen schon wieder die Engländer. Hör, jetzt kommt es mir gerade so vor, als ob wir hatten die Schlacht schon mal gespielt. Jetzt habe ich vielleicht den falschen Ladespeicherstand geladen. Ich weiß nicht, da gucke ich gleich nachher mal. Ansonsten gibt es die jetzt halt zweimal praktisch. Aber eigentlich speichere ich doch immer auf dasselbe, also kann eigentlich nicht sein. Letztes Mal hatte ich die ja besiegt und da sind die dann. Lol. Das ist natürlich richtig assi. Wie ihr seht. Einfach mal schießen, kommt Jungs, das schafft ihr doch. Das war jetzt ein richtiger Hinterhalt hier. Alter Scheiße. Das war richtig assi. Die rennen jetzt alle in der Linie hier wie wild. Naja, also, ich versuche jetzt einfach mal hier so die Mitte so ein bisschen zu halten. Keine Ahnung. Oh ne, dann schießen wir mal über auf die hier. Unsere Männer fliehen, Sir. Was machen die denn? Drehen sich irgendwie nicht. Ah, wenn sie so schießen können, dann meine Güte. Jetzt muss ich hier in Charge gehen, weil sie nämlich einfach hier sonst. Unsere Männer fliehen, Sir! Ja, da fliehen sie jetzt einfach. Das war halt ein Überraschungsangriff oder ein. Wie soll man das nennen? Kann man den irgendwie wegchargen, den. Machine Gun Bunker? Raum. Wie geht das denn? Wenn die hier offen haben, wie können die da rausschießen bei mir? Ach du Scheiße. Naja. Die Schlacht haben wir halt verloren.
Und das lag jetzt irgendwie daran, dass die uns eingekesselt haben irgendwie. So, jetzt wollte ich auch nochmal gucken hier. Da hatten wir hier abgespeichert am 19.8. Doch, doch, das war dann schon der richtige Speicherstand. War das praktisch, haben die sich dann letztens, als ich die geschlagen hatte, haben die sich da irgendwie ans Schiff wieder verzogen und jetzt sind sie wiedergekommen. Ja. Ja, kacke, also da habe ich jetzt überhaupt keine Chance. Da haben sie hier viel zu viele, da haben sie viel Artillerie. Da mache ich es jetzt einfach so. Weil ich einfach keine Chance gegen die habe. Jedenfalls haben wir jetzt, mal gucken, in Straßburg eine Artillerie haben wir da, ein General. Okay. Auch hier Artillerie. So, und jetzt aber habe hier in München, da hatte ich doch rekrutieren. Genau, okay. Eine Runde haben wir 4 Einheiten hier. Das heißt, wenn jetzt hier die Stuttgarter Rebellen rüberkommen wollen, habe ich da eine kleine Verteidigungstruppe. So, hier können wir jetzt irgendwas bauen. Die Frage, was? Und das baue ich mal, dann kann ich nämlich Jäger und auch Bunker bauen. Ich würde sagen, das bauen wir in Straßburg auch aus. So, dass wir dann überall so hier in der Mitte in Berlin sozusagen Bunker bauen können und die Jäger dann hier an der Westfront und dann hier drüben an der Ostfront baue ich mir auch noch irgendwie so eine Kaserne. Dann haben wir das so ein bisschen verteilt an den Fronten, dass wir da schnell Verstärkung bekommen. Ich glaube, mit dieser Armee hier laufe ich rüber zur Verstärkung. Und die, keine Ahnung, nach da hinten. Die bleibt hier am besten. Sich noch auffüllend. Dann beende ich auch schon die Runde. Und jetzt, wenn ich auf die Zeit gerade gucke, haben wir jetzt schon 23 Minuten rum. Und dann sehen wir uns auch dann nachher im nächsten Part. So, jetzt nochmal kurz gucken. Gut, da haben wir schon einiges rekrutiert. Gut. Ja, auf jeden Fall dann bis zum nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Und dann nächste Runde, nächster Part, geht's dann besser weiter mit mehr Einheiten und hier schön nochmal die Engländer in einer offenen Schlacht schlagen.